Kennst auch du dieses Gefühl von innerer Anspannung? Von Druck in der Brust oder im Bauch? Das Herz, was ein bisschen bis zum Hals schlägt? Und du verstehst nicht warum? Genau das habe ich gefühlt vor 14 Tagen. Corona war im Anmarsch und die Medien berichteten davon, dass die Menschen Hamsterkäufe tätigen würden. Und so beobachtete ich mich dabei, wie ich mehr von dem und mehr von dem einlud in den Einkaufswagen. Und genau zu diesem Zeitpunkt spürte ich genau diese Körperempfindung, die ich gerade beschrieben habe. Eine Angst, eine Sorge. Und Angst und Sorge können durch vieles ausgelöst werden. Durch Viren, gegen die es noch kein Mittel gibt. Durch Gewalt, durch Chefs, die vielleicht nur fordern. Durch Umweltverschmutzung, vielleicht durch Kollegen oder Partner, die durch ihr Verhalten in uns etwas auslösen oder antriggern. Wenn auch du dieses Gefühl und diese Körperempfindung kennst und wissen möchtest, wie du da besser und leichter mit umgehen kannst, dann bist du hier richtig. Mein Name ist Andreas Ballhausen. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und seit 20 Jahren niedergelassen. Relativ schnell als niedergelassener Arzt habe ich mich spezialisiert auf Gesprächsverfahren und sanfte Heilmethoden. Immer dann, wenn wir Menschen Zusammenhänge erkennen und verstehen, was uns betrifft, was unseren Körper betrifft, was ihn in Mitleidenschaft zieht, welche Gefühle da sind und wie wir damit umgehen können, wenn wir sie in einen Kontext stellen mit unserem Leben, dann können wir entspannen. Das schafft Mut und auch Vertrauen. Vertrauen wieder in uns selbst und dann können wir leichter den nächsten Schritt gehen in unser Leben. Über Gefühle zu reden, ist weiß Gott nicht an der Tagesordnung in unserer Gesellschaft. Sich damit intensiver zu beschäftigen, auch nicht wirklich. Es ist ein sehr intimer Bereich, es ist häufig heikel, darüber zu sprechen. Und deswegen erlaube ich mir, dieses persönliche Du auch im weiteren Vortrag, im weiteren Video fortzusetzen. Wenn wir im persönlichen Kontakt sind, entscheiden Sie natürlich darüber, welche Nähe oder Distanz für Sie gut und richtig ist. Gefühle. Wir sind ständig mit Gefühlen verhaftet. Wir sind ständig dabei, uns gut fühlen zu wollen. Alles das, was wir tun, Zähne putzen, duschen, waschen, einkaufen, alles das geht nur darum, damit es uns gut geht. Genau, gut geht, damit wir uns verbunden fühlen, damit wir Freude fühlen, damit wir Liebe fühlen und es letztendlich auch frei fühlen in dem, was wir tun. Selbstbestimmt und frei. Das gibt ein Gefühl von, ja, ich bin wirksam in meinem Leben. Ich habe wirklich die eigene Entscheidung. Ich habe die Wahl, genau das zu tun, was für mich richtig ist. Und das ist ein Gefühl von Macht. Und dann können wir kreativ sein. Dann können wir genau unsere Kräfte ins Leben hineinbringen. Aber leider ist manchmal genau das Gegenteil der Fall. Weil wir leben in dieser Polarität. In der Polarität, genau vom Gegenteil sozusagen ergriffen zu werden, von der Angst, die uns im Griff hält, oder von der Wut. Von der Wut, uns zu schützen, wenn wir das Gefühl haben, dass jemand übergriffig ist, wenn er unser Heiligstes, das, was schützenswert ist, was vielleicht schon so häufig verletzt worden ist, anzugreifen scheint. Oder die Trauer, das Gefühl, etwas verloren zu haben. Oder die Scham, ich bin nicht richtig. So wie ich bin, bin ich nicht richtig. Diese Gefühle, wenn sie da sind, rauben uns jegliche Kraft. Und das macht antriebslos. Es lässt uns fallen in die Ohnmacht. Und wie wir dort herauskommen, mit Liebe und in Verbindung, das möchte ich jetzt näher erläutern. Am Anfang von Wut, Angst, Trauer, Scham oder Ohnmacht steht häufig ein Schockerlebnis, ein Schrecken, ein Gefühl von abgetrennt fühlen, von Verbindungslosigkeit. Da wurden unsere Grenzen überschritten. Da haben wir uns schutzlos gefühlt, ausgeliefert gefühlt. Das sind Momente, in denen wir nicht ein noch aus wussten, wo wir das Vertrauen verloren haben in Beziehungen, in Verbindungen, ja vielleicht sogar manchmal auch das Vertrauen ins Leben verloren haben. Alles das liegt
Gefühlen zugrunde. Und das ist abgespeichert in uns, besonders abgespeichert in unserem Körper. Wenn wir uns zum Beispiel unwohl fühlen oder es ist eine Unruhe da, wir können es nicht richtig einschätzen, aber es ist irgendetwas nicht in Balance, es ist etwas aus dem Gleichgewicht gekommen. Dann erzählt uns unser Körper sehr gut und sehr genau, wenn wir zuhören, wo diese Region ist. Und der erste Punkt ist, wie können wir damit umgehen, ist innezuhalten. Früher hat man uns gezeigt, als wir Kinder waren, wie man die Zähne putzt, wie man den Körper wäscht, aber uns hat niemand gezeigt, wie es geht, hygienisch mit unserer Psyche umzugehen, ihr zu begegnen auf eine Art und Weise, die liebevoll und einfühlsam ist. Der erste Punkt ist, wie wir damit umgehen können, ist innezuhalten. Und unser Körper zeigt uns ganz genau, wo etwas steckt. Da ist vielleicht ein Druckgefühl, ein Stechen, ein Brennen oder ein Ziehen, ein Kribbeln oder irgendwelche anderen Missempfindungen, die uns im Grunde schon darauf hinweisen, hier ist etwas nicht im Lot. Und wir kennen das vielleicht, dieses Gefühl von Druck in der Brust oder von Druck im Bauch, wie auch immer. Und wenn wir wahrnehmen, wo ist dieser spezifische Punkt in uns, dann ist es gut, wenn wir diese Region dann einfach mal durchfühlen und prüfen, welches Gefühl steht damit am ehesten in Verbindung. Wie fühle ich mich, wenn ich unter Druck stehe? Ist da eine Angst? Ist da eine Scham? Ist da vielleicht Trauer? Das ist bei jedem anders, je nachdem, was er für Erfahrung gemacht hat. Das heißt, erst den Körper befragen, wo ist das? Und der zweite Punkt ist, das Gefühl zu benennen, was damit in Verbindung steht. Der dritte Punkt ist das Wiederverbinden. Ich sagte eingangs, häufig steht am Anfang ein Schock oder ein Schrecken, ein abgetrennt fühlen. Und genau darum geht es, erstmal wieder eine Verbindung herzustellen. Das heißt, wenn da ein Druck in der Brust ist oder ein Stechen im Bauch ist, wie auch immer, berühren wir genau diese Region mit unseren Händen. Und wir haben noch ein zweites Geschenk bekommen, um das, was starr und ja, wie eingefroren scheint, wieder lebendig zu machen. Es ist unsere Atmung. Das heißt, Hände drauf und atmen. Nicht, um es weghaben zu wollen, sondern um es wirklich zu fühlen. Und dann verabschiedet sich das Gefühl und sagt, danke, ich kann jetzt gehen. Das sind hilfreiche Momente, wie du deine Psychohygiene ja, einüben kannst. Mit kleinen Momenten vielleicht. Du fühlst dich missverstanden, es hat jemand dich übersehen und du fühlst dich ein bisschen zurückgestoßen und merkst, ich spüre das auch körperlich. Ja, das ist gut, einfach mal innezuhalten, zu gucken, wo ist das in meinem Körper, welches Gefühl steht damit in Verbindung, Wut, Angst, Trauer oder Scham und dann sich wieder damit zu verbinden, über die Hände und über den Atem. Probier es aus und ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit. Und wenn du dennoch feststecken solltest, ruf mich gerne an oder schreib mir eine E-Mail. Und im nächsten Video erfährst du, was Schmerzen mit Gefühlen zu tun haben und wie du dir selbst Erleichterung verschaffen kannst.